Hallo, mein Name ist Valerie Rothe. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen arbeite ich in der Pro Familia Beratungsstelle in Rüsselsheim. Wir beraten unter anderem zu den Themen Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch. Mein Name ist Andrea Gürke. Auch ich arbeite in der Schwangeren-Konfliktberatung und weiß, dass viele sich fragen, was muss ich eigentlich machen, wenn ich einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen möchte? Erst einmal, Sie sind hier richtig. Sie müssen eine Beratung besuchen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Darüber stellen wir Ihnen eine Bescheinigung aus. Da Sie bis zur 12. Schwangerschaftswoche Zeit haben, bekommen Sie bei uns telefonisch zeitnah einen Termin oder Sie besuchen die offene Sprechstunde montags zwischen 14 und 16 Uhr. Wenn Sie wollen, können Sie eine Freundin oder auch Ihren Partner mitbringen, auch wenn Konflikte bestehen. Sie können die Beratung aber auch anonym durchführen lassen. Wir unterliegen immer der Schweigepflicht. Niemand darf Sie zum Schwangerschaftsabbruch drängen oder zwingen. Die Entscheidung liegt allein bei Ihnen. Wir beraten ergebnisoffen. Was wird bei einem Beratungstermin besprochen? Es geht um medizinische Informationen, was an Kosten auf Sie zukommen wird und um Ihre persönlichen Anliegen. Man kann den Schwangerschaftsabbruch mit zwei verschiedenen Methoden durchführen lassen, entweder mit einem Medikament oder mit einer Mini-OP. Beide Methoden werden ambulant durchgeführt, das heißt, man ist am gleichen Tag wieder zu Hause. Adressen und Anlaufstellen erhalten Sie im Beratungsgespräch. Die meisten Arztpraxen vergeben innerhalb kürzester Zeit die Behandlungstermine. Was kommt an Kosten auf Sie zu, wenn Sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen? Die belaufen sich normal zwischen 400 und 600 Euro. Das ist eine Privatleistung, das heißt, Sie müssen die Kosten selbst tragen. Aber wenn das Einkommen niedrig ist, kann man bei der Krankenkasse einen Antrag stellen, dass die Kosten übernommen werden. Wenn Sie möchten, können Sie mit mir über Ihre Entscheidungssituation sprechen. Das interessiert mich immer. Manchmal nehmen die Angehörigen sehr viel Einfluss. Der Partner diskutiert ohne Punkt und Komma. Manchmal geht aber auch ein Karussell im eigenen Kopf hin und her. Hier ist auch Raum, um einfach die Aspekte, die die Entscheidung mit beeinflussen, zu besprechen. Und manchmal hilft es, bei einer neutralen Person das Herz auszuschütten. Wenn Sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, kommen jetzt folgende Schritte auf Sie zu. Sie müssen eine Bedenkzeit von 3 Tagen einhalten. Danach kann erst der Eingriff durchgeführt werden. Sie können aber gerne schon einen Arzttermin vereinbaren. Den kann man auch immer noch wieder absagen. Sie brauchen für den Arzt in der Regel Ihre Blutgruppe. Manchmal muss dafür noch ein Labortest durchgeführt werden. Und die Kostenübernahme, die muss ja auch geklärt werden. Das heißt, wenn Sie eine Bescheinigung von der Krankenkasse brauchen, können Sie das auch schon angehen. Ob Sie sich nun endgültig für den Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, wird sich eigentlich erst in der gynäkologischen Praxis entscheiden. Wer betreut Sie nach einem Schwangerschaftsabbruch? Medizinisch werden Sie von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin betreut. Nach einem Schwangerschaftsabbruch können aber auch Fragen zu Partnerschaft, Verhütung oder der Verarbeitung von dem Schwangerschaftsabbruch aufkommen. Wir beraten Sie dazu kostenlos. Wichtig dabei ist, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben. Manche Frauen sind erleichtert, andere Frauen suchen einen Ort für ihre Traurigkeit. Wer kommt alles in die Beratung? Wir beraten ca. 350 Frauen jährlich. Viele denken ja, das wäre die 17-Jährige, die eine Verhütungspanne hatte. Das stimmt aber so nicht. Unter unseren Klientinnen sind Frauen, die haben Kinder, die sind in der Menopause und dachten, sie können gar nicht mehr schwanger werden oder wollen einfach gar keine Kinder haben. Natürlich kommt auch die 17-Jährige zu uns mit einer ungewollten Schwangerschaft. Wichtig ist, sie sind nicht alleine. Egal, welche Hindernisse es jetzt scheinbar noch gibt, sprechen Sie uns ruhig an. Manche Frauen kommen mit Dolmetscherinnen. Manche können wegen der Verkehrsmittel nicht hierher kommen. Wir bieten Videoberatung an. Unser Ziel ist es, Sie auf Ihrem Weg bestmöglich zu begleiten.